Erstmal moin an alle, was geht? Mess ist jetzt auch vorbei. Wie ihr hinten seht, der Devil Rock wird jetzt abgebaut. Aber das ist natürlich das Einzige. Von gestern auf heute hat sich hier wirklich einiges verändert. Ich weiß nicht mehr genau, was hier stand. Ich glaube, hier stand der Kinderautoscooter. Der ist jetzt weg. Das ist alles gestern Nacht abgebaut. Da hinten stand die kleine Achterbahn. Hier stand das Riesenrad. Ja, der stand nämlich hier. Weiß ich noch, nämlich wenn da der Eingang ist, da ist genau hier. Dort war der Autoscooter, der Number One. Das haben sie alles über Nacht abgebaut. Heftig. Das Einzige, was halt noch steht, so ist der Chaospendel und vollständig fast noch der Höllenblitz. Den werde ich wahrscheinlich auch noch die nächsten Monate hier sehen, bin ich ganz ehrlich. Ja. Tag 2 vom Abbau. Und damit auch gerade zum Vlog. Ihr seht hier alles schon weg. Da wo ich jetzt gerade stehe, das ist der Musik-Express Disco-Zirkus vom Guido Bergmann. Hier war dann noch ein Karussell gestanden und da vorne nur noch der Autoscooter. Hier waren noch überall Stände, aber heute fast alles weg. Nur noch hinten teilweise der Crazy Vegas, der Breakdance, der Kinderkarussell und natürlich noch vollkommen aufgeholt und noch rein theoretisch fahrbereit der Höllenblitz. Mit dem kann man theoretisch noch eine Runde fahren, rein theoretisch. Ja. Also wie gesagt, rein theoretisch, weil wie gesagt, man kann jetzt einfach dort einsteigen und losfahren. Ist auch alles vollständig aufgebaut. Aber bis morgen wird hier wahrscheinlich auch alles außer der Höllenblitz weg sein. Da hinten dreht sich noch das Kinderkarussell, lol. Naja. Tag 3 des Messabbaus. Mittlerweile ist es so, dass hier schon vorne, also hier wo Chaos Pen und so stand, ist jetzt wieder alles Parkplatz. Ja, hier stand ja noch lässt Buden und so. Lediglich da hinten sieht noch der Crazy Vegas, der Höllenblitz sowieso, der, ja, wie ich ja gesagt habe, der wird ja in den nächsten Wochen noch rumstehen. Da hinten sind noch Wohnwegen und auch noch ein paar Stände. Der eine Stand da vorne wurde gestern noch abgebaut. Aber wie ich gesehen habe, das Kinderkarussell ist auch weg. Ja. Da hinten steht, glaube ich, nur noch das hier Pferderennen. Der Wagen vom Happy Dream. Und ja. Ich glaube, die Transporter da hinten, die ganzen Weißen dort, gehören, glaube ich, nicht zur Messe. Die meisten, die hier auf dem Platz waren, sind jetzt mittlerweile schon im Pforzheim. So wie ich weiß, müsste dir dort die Messe am Freitag ausgehen. Was ich hier am längsten am Abbauen sind, ist der Höllenblitz. Also rein theoretisch könnte man noch mit dem Teil fahren. Rein theoretisch. Ich weiß nicht, ob ich das schon gestern gesagt habe oder nicht. Aber ja. Auf jeden Fall
Hiermit endet auch mein Abbau-Vlog. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, könnt ihr mir gerne ein Like da lassen. Eventuell auch ein Abo. Und ja, der nächste Kirmes-Vlog ist dann die Herbstmesse. Anders wieder. Ja. Morgen wird hier dann wahrscheinlich auch dann eine ganze andere. Also, na dann, bis zum nächsten Mal.